Ich hoffe sehr, dass diesen Wissenschaftlern hier draußen nichts zustößt. Wir sind hier, um zu forschen und zu lernen. Das ist es, was uns ausmacht. Wir kriegen bereits Anfragen aus den Labors in Prodromos. So, hier drüben ist noch irgendwo was. Schauen wir uns das noch an. Das hier? Vermute ich mal. Hallo? Sind wir hier richtig? Ja, das sieht gut aus. Eine neue Mission für mich. Bitte helfen Sie mir. Anders kann ich die Nachricht nicht übermitteln, bevor jemand getötet wird. Meine Arbeitscrew redet dauernd von dieser Relikttechnologie. Sie glauben, dass die Initiative lügt, wie gefährlich sie ist, dass ein paar Elektroden an der richtigen Stelle reichen würden, damit die Relikte ihre Arbeit für sie machen. Sie haben es schon einmal versucht, und ich habe auf der Krankenstation ausgeholfen, als diese Reliktbeobachter Barty verstümmelt haben. Aber Jennings sagt, wir könnten wie Könige leben, wenn wir eine Armee von Reliktbots hätten, die für uns arbeiten und kämpfen. Er nimmt diesmal die ganze Arbeitscrew mit, um ihm zu helfen. Ich muss mit ihnen gehen. Vielleicht kann ich Jennings die Sache ausreden, aber wenn nicht, sollte jemand wissen, warum wir nicht zurückgekommen sind. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Was für eine unfassbar blöde Idee. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Klingt nach einer Scheißidee tatsächlich. So, wir schauen uns nochmal ganz kurz hier um. Das ist die Forschungsstation. Schockbehandlung? Achso, die Krankenstation, das ist das jetzt von gerade. Und die Dienstpläne. Ich würde sagen, danach schauen wir noch und dann werde ich wahrscheinlich die Aufnahme auch beenden. So, nach Osten will ich. Einmal übers Wasser. Finde ich gut, dass sie hier gleich eine Brücke installiert haben. Das hilft mir sehr weiter. So, also gerade erst angekommen und schon haben die wieder Scheißideen. Also es ist unfassbar tatsächlich. Also kann man keinem erzählen. Quarantäne. Best Practices. Bitte denken Sie daran, dass alles, was zum Landeplatz geliefert wird, insbesondere von außerhalb der Welt, also keine versiegelbaren Nexus-Vorräte, den Quarantäneprozess durchlaufen muss. Entweder durch Beobachtung unter versiegelten Bedingungen, durch Stichproben, durch bakteriologische Scans oder durch radioaktive Sterilisierung. Wir sind eine neue Präsenz auf Eos und alles, was dem Ökosystem neu zugeführt wird, wird später einen Effekt haben. Unser Job besteht darin, sicherzugehen, dass es ein positiver Effekt ist. Solide Quarantänepraktiken helfen uns dabei immens. Hanley Abrams. Ergänzung: Wenn jemand mir oder Hanley versucht zu erklären, dass seine Lieferung ganz besonders wichtig ist und einzigartig ist und man sich die Mühe sparen kann, dann darf er den Quarantäneprozess zweimal durchlaufen. Bradley. Strahlungswarnung für Shuttle-Piloten. Dieses Gewölbedingsbums säubert vielleicht die Atmosphäre, aber wir haben immer noch auf dem gesamten Kontinent Stellen mit hoher Strahlung und schlechtem Wetter. Update zur Telepräsenz. Zonen 10 bis 12 sind immer noch glühend heiß, aber in Zone 8 sinkt es langsam. Behalten Sie die Strahlungsschild als Option Ihres Shuttles im Auge. Sie können ungefährdet bis zu 190 Millisievert pro Stunde einstecken. Wenn es mehr wird, müssen Sie zurück in die Werkstatt. Und denken Sie daran, wenn Sie Energiezellen oder radiologische Ausrüstung mit sich führen, kann das die Anzeige beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Sie wirklich so geschützt sind, wie Sie es glauben. Pilot McReady. Der heutige Flugplan: um 6 bis um 8 Wetterüberwachungsflug, um 12 bis um 1 geografischer Erkundungsflug frühzeitig anmelden oder Sie verlieren Ihre Ausrüstungsslots. Um 3 bis um 5 Extraktion von Team Sigma plus Pflanzenproben. Und um 8 bis um 10 atmosphärische Beobachtung in großer Höhe mit Zeitslot für astronomische Studie. So, damit hätten wir das. Falsche Richtung. Okay, schauen wir noch kurz auf der Krankenstation vorbei und bei den Dienstplänen. Und wie gesagt, dann ist Feierabend für heute. Eos hat viel Zeit gekostet. Oh, hallo. Hi. Ah, Pathfinder. Ich habe gehört, wir verdanken Ihnen unseren Atmosphärenwandler, der nebenbei gesagt sämtliche Gesetze der Physik auf den Kopf stellt. Ja, das geht wohl auf meine Kappe. Ich bin Ryder. Hanley Abrams, wissenschaftliche Leiterin auf Eos und Autorin von Abhandlungen, die mit "Was ist nur mit diesem Wetter los?" beginnen. Aber eine neue Galaxie, eine neue Welt und ein echter Neuanfang. Ich muss Schritt halten. Was kann ich für Sie tun?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Erzähl mir doch ein bisschen von dir. Woran forschen Sie gerade? An den wissenschaftlichen Grundlagen. Boden, Wasser, Atmosphäre und natürlich an der Relikttechnologie. Wir müssen sie verstehen, um hier zu überleben. Aber nicht kaputt machen, ne? Die Aktivierung dieses Gewölbes hat den Planeten verändert. Besteht irgendein Grund zur Sorge? Schwer zu sagen. Wir haben es mit einer uns vollkommen unbekannten, weltverändernden Technologie zu tun, aber ich hoffe nicht. Fakt ist, es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Stürme zurückkehren könnten. Und ich weiß ja, an wen ich mich bei Fragen zur Relikttechnologie wenden kann. Was, an mich? Der absolut keine Ahnung davon hat und Glück hat, nachdem er auf einige Knöpfe gedrückt hat, dass er noch lebend rausgekommen ist? Tolle Idee. Was denken Sie über Lieutenant Bradley? Er ist unglaublich entschlossen. Und er glaubt fest daran, dass wir es schaffen werden. Bradley würde diesen Außenposten zur Not auch alleine stemmen. Aber wir sorgen schon dafür, dass das nicht nötig sein wird. Gut. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Na klar, doch, ihr euch auch nicht. So, gibt's mit dir was Interessantes zu besprechen? Weißt du etwas über die Leute, die hier zum Relikt auf sind? Ah, Pathfinder. Dürfte ich Sie um Ihre Meinung bitten? Ich überlege mir gerade, was wir unterrichten sollten, wenn wir unsere erste Schule eröffnen. Chemie. Einige Leute sind der Meinung, wir sollten auf die Geschichte der Milchstraße verzichten. Sie ist jetzt offenbar belanglos. Nee, finde ich nicht. Also Geschichte ist immer dazu da, auch um eine eigene Ethik sich aufzubauen. Und das ist egal, ob man jetzt noch an demselben Ort ist oder nicht mehr. Also ich finde, das ist schon wichtig, die Vergangenheit der eigenen Art zu kennen. Diese Geschichte hat uns alle geprägt. Unsere Kinder verdienen es zu erfahren, wie und warum. Das sehe ich auch so. Vielleicht können Sie ja einige zum Umdenken bringen. Auf jeden Fall danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Es wäre sehr ignorant zu sagen, die Geschichte ist unwichtig, nur weil wir nicht mehr dort sind, wo die stattgefunden hat. Okay, Diktatlog, wissenschaftliche Direktorin Hanley Abrams. Wie? Welche Technologie kann das so schnell bewerkstelligen? Die Strahlung in der Atmosphäre ohne dramatische Sturmeffekte zu neutralisieren? Scheiße. Im Gegenteil. Das Wetter ist plötzlich so ruhig wie an einem Sommertag. Das ist eine bisher noch nie gesehene Kontrolle über den atmosphärischen Druck, die Gasmischung, die Temperatur. Was noch? Und wo ist die Interaktion? Ich vermisse die Hunde. Im Park am Shuttlehafen mit ihnen spazieren zu gehen, hat mir immer geholfen, über solche Probleme nachzudenken und die Nebenwirkungen zu vergessen. Ich sollte mir einen Hund zulegen. Gibt es Hunde? Wir hatten verdammtes Glück mit den Bedingungen hier. Das ist vergleichbar mit dem Meeresspiegel auf der Erde. Eos ist trockener, aber es hält sich in Grenzen. Die Feuchtigkeit wird in den Wüstenpflanzen und dem Boden gebunden. Noch stärker seit dem Gewölbe. Weist das auf eine Spezies mit demselben Komfortniveau in puncto Luftmischung, Temperatur, Schwerkraft wie wir hin? Oder gibt es einen anderen Grund? Aus Ergebnissen kann man keine Absicht vorhersagen. Vielleicht findet Ryder eine Antwort auf das Warum. Das Wie ist jetzt meine Abteilung, du alter Glückspelz, Hanley. Du wolltest es doch eine Nummer größer. Das hast du jetzt. Das stimmt, man hat eigentlich Glück, dass diese Atmosphärenwandler tatsächlich auch dafür sorgen, dass man atembare Luft hat am Ende, ne? Also muss die Spezies tatsächlich auch Sauerstoff atmen. Bewertung der Forschungsvorschläge. Materialanalyse geborgener Ketchus-Waffen genehmigt, wichtig. Huch, na, komm schon. Studie wasserwürdiger Bakterien genehmigt, wenn sie ihre Arbeit nicht hinunterspülen. Hahaha. Farbreaktionen und Sehschärfe bei insektoider Fauna. Was? Nein, nicht genehmigt. Außer sie bringen sie dazu, an roten Ampeln zu halten. Wer zur Hölle hat diese Genehmigung denn gemacht? Vergleich von quanteninitialisierten String-Effekten relativistischer Quellenformen. Das ist wirres Zeug. Ich vergebe keine Stipendien für den besten Buchstabensalat. Test der Widerstandsfähigkeit gegen elektrische Spannung von Element Zero. Endlich mal echte Wissenschaft. Genehmigt. Was heißt Buchstabensalat? Also du wirst doch wohl... Naja, gut. Man sollte meinen, Quantenphysik sollte in ein paar Jahrhunderten bekannt sein. Aber hey, was soll's. So, ich glaube, ansonsten gibt's hier jetzt nichts weiter zu klären. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier ein bisschen Auskunft erhalten über... Achso, irgendwie haben wir das auch noch gar nicht gefunden, was wir hier eigentlich finden sollen. Kann das sein? Die Krankenstation durchsuchen ist immer noch auf dem Plan. Vielleicht damit? Oh, sieh mal an. Treffer. Wachstumskammermonitor. Auch wenn das nicht für die Mission dient... Wir machen trotzdem mal weiter damit.
So, dann vielleicht doch oben drauf, ha? Schauen wir mal. Kommen wir da denn drauf? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube bald nicht, oder? Ah, doch, geht. Geht alles. Vielleicht muss ich aber dann doch mal einen Wegpunkt setzen. Das könnte weiterhelfen. Nein, mach doch mal. Echt jetzt? Weil ich an der Stelle gerade stehe? Was haben wir hier oben? Ach, noch ein Erinnerungsauslöser, okay. Na klasse. Jetzt muss ich erstmal einen Meter weggehen. Oh, das leckt aber. Halt, warte mal. Ich habe gerade gesehen, da oben hat es mir den Scanner angezeigt. Das sollten wir nochmal kurz überprüfen. Oder war das irgendwo unterwegs? Hä? Wo war das jetzt gerade? Wollt ihr mich verarschen? So, jetzt nochmal ganz kurz. Das Ding. So. Aha. In der oberen Etage, sag mir das doch. Siehst du mal, ich wusste gar nicht, dass es hier noch einen extra Eingang gibt. Das klärt natürlich auf, warum ich nichts unten gefunden habe, weil es nicht unten ist. Bei Dr. Ramirez also. Wir schauen erstmal kurz hier. Oh, noch mehr zu lesen. Antwort Victor Carson. Mr. Josephs, ich finde es beunruhigend, dass Sie glauben, ich ließe mich durch Credits von meinen Pflichten abbringen. Ich verstehe, dass Victor Carson ein Freund von Ihnen ist, aber das ist gewiss kein ausreichender Grund für mich, ihn aus der Kryostase zu wecken und nach Prodromos zu schicken. Abgesehen davon scheinen Sie zwei mir eine drohende Katastrophe zu sein. Ich weiß von dem Streich, den Sie und Mr. Carson vor der Reise nach Helios Everett gespielt haben. Victor Carson wird aus der Stase geweckt, wenn ich es für richtig halte, und einem Außenposten zugewiesen, an dem seine Fähigkeiten benötigt werden. Und wenn ich höre, dass Sie über meinen Kopf hinweg zu Allison gehen, dann werden Sie sich dafür rechtfertigen müssen. Für Walter Brecker. Fallnotizen 24, Dr. Ramirez. Patienten-ID 024, Symptomezustand, akute Schlaflosigkeit, Klaustrophobie. Details. Bei der Untersuchung keine zugrunde liegende organische Ursache erkennbar. Patientin wurde beim Erwachen aus der Stase durch mechanisches Versagen offenbar in ihrer Kapsel eingesperrt. Offenkundig ein psychosomatischer Fall, der die Symptome sind jedoch akut. Tetravoxin und VR-Post-Stase-Therapie verschrieben. Wiedervorstellung in 2 Wochen. Persönliche Anmerkungen, ich sehe zahlreiche Fälle von Post-Stase-Nervosität und verwandten Symptomen. Die Techniker haben viele der körperlichen Folgen der Langzeitstase behoben. Aber wie wir feststellen, wiegen die psychologischen Folgen sehr viel schwerer. Die Leute sind einfach nicht dafür geschaffen, für zu lange Zeit ausgeschaltet zu werden. Ich sollte mit Handy über eine Langzeitstudie sprechen. Wir sind bei vielen Dingen die Ersten. Und Fall Nummer 76. Symptomezustand, mehrere Beinbrüche. Der Patient hat bei Reparaturarbeiten auf dem Dach den Halt verloren und ist gestürzt. Die Jetpacks wurden nicht korrekt aktiviert. Mehrere Brüche im rechten Bein, schwere Verstauchung des linken Knöchels. Der Patient zeigte eine allergische Reaktion auf Anästhetika, daher habe ich August und einige Ingenieure ausgeliehen, um 076 zu fixieren, während ich die Beine geschient habe. Na, herzlichen Glückwunsch. Anschließend wurde ein geeignetes Analgetikum verabreicht. Persönliche Anmerkungen? Lauter Tag, aber hoffentlich eine Warnung für den Rest des Außenpostens, was die Wichtigkeit der Wartung von Jetpacks angeht. Der Patient verhält gut, dürfte in einer Woche wieder fröhlich von Dächern fallen. In einer Woche Knochenbrüche, echt? Die sind schnell hier. Aber gut, that's the future. So, reden wir noch mit Dr. Ramirez. Hallo? Doktor? 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 Jetzt. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf Eos. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, leuchte mir doch nicht in die Fresse. Ich bin nicht wegen einem Gesundheitscheck da. Du brauchst mich nicht scannen. Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Wir stehen zwar noch am Anfang, aber es sieht vielversprechend aus. Jeder trägt seinen Teil bei und jeder ist wichtig. Wir wissen, wir werden es schaffen. Wir schaffen das.
Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. Sehr freundlich. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Das bevorzuge ich auch. Okay, wir schauen nochmal kurz hier an das Gerät. Da wollen wir ja eigentlich hin, wie es aussieht. Ich kann es bloß irgendwie nicht... Achso, ich muss es scannen, wa? Ha. Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Der Sand kann von verschiedenen... Oh, jetzt habe ich ihn abgewürgt. Das tut mir leid. Ich dachte, ich könnte weitergehen und er redet weiter. Aber nein. Na gut, checken wir nochmal ganz kurz hier von das Ganze ab. Wir müssen nach oben, oder? Ich schaue trotzdem erstmal kurz unten rein. Vielleicht gibt es hier ja was. Oh, nee, sieht nicht danach aus. Ach, hier war ich ja schon. Das ist ja beim Händler, siehst du mal. Okay, dann gehen wir direkt nach oben. Checken noch kurz die Arbeitspläne. Oh, haben die ja sogar Windspiele aufgehängt? Ist ja niedlich. Meine Güte, ist es dunkel hier. Okay. Hi. Ja, mit dir reden wir auch gleich. Ich schaue mir erstmal ganz kurz hier hinten das Datenpad an. Wassergraben-Reparaturteam. Kane Fox, Teamleiter. Lowry Smith, Wasserrohre. Matthew Kinnison, VI-Reprogrammierung. Anhang, Kanalschäden, HSM, bla bla. Einrichtung des Wetterüberwachungsgeräts, das sind wahrscheinlich die. Axel Jennings, Teamleiter, aha. Sail Varax, Jamie Kasparek, Anhang Standortüberwachungsgeräte, HSM. Wunderbar. Dienstpläne. In diesem Datenpad wurde der Name Jennings erwähnt. Hier, Axel Jennings. Er hat den Auftrag, überall in der Wüste Wetterstationen aufzustellen. Nur ein Ort passt zu dem Sand an der medizinischen Ausrüstung, ein Monolith. Gehen wir. Dann haben wir doch unseren Zielort. Gehen wir noch kurz ans Terminal. Scratchpad, Login, Chefingenieur Kane Fox. Dieser Teil ist voller Skizzen, Annotationen und Explosionszeichnungen. Viele drehen sich um ein kombiniertes Straßen-Monorail-Netz für EOS. Echt, jetzt schon? Straßen-Monorail-Netz? Ihr verliert keine Zeit, wa? Es sind mehrere verschiedene geniale Entwürfe zu sehen. Ich würde ja sagen, ihr solltet erstmal die Versorgung regeln, bevor ihr ein Straßennetz aufbaut. Aber gut, ist eure Sache. Wenn ich nachdenken muss, hilft es immer, auf den alten Klassiker zurückzufallen. Darunter befinden sich mehrere Skizzen von eleganten Neukonzeptionen der Tram-Systemkarte der Nexus. Auf einer Seite wurden eine Reihe heruntergeladener Statistiken zum prognostizierten Bevölkerungswachstum im kommenden Jahrhundert eingefügt. Wir haben einen Basiswert. Was Zahlen angeht, ist auf Bradley immer Verlass. Neben den Statistiken befindet sich eine einfache Skizze von Prodromos. Gestrichelte Linien zeigen die Expansion, oder war ein Punkt, naja, zeigen die Expansion, detaillierte Skizzen wie Wasser- und Abwasserleitungen unter der Erde, drahtlose Stromrouter und den Fluss des Fußgängerverkehrs. Schlampig, aber es ist ein Anfang. Gruß von der Nexus. Forks. Wie ist es da? Ich habe gehört, dass Bradley alles reibungslos organisiert hat. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich will alles über EOS wissen. Hier ist es langweilig, also muss ich quasi durch dich aufregende Dinge erleben. Oh, erinnerst du dich an das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe? Die Asari? Wir gehen dieses Wochenende aus. Ich fasse es nicht, dass sie wirklich Ja gesagt hat. Wünsch mir Glück. Jetzt bist du in der Reihe, Kumpel. Alice. Okay. Hochwichtige Nachrichten, wie immer.
Reden wir noch mit Fox und dann ist gut für heute. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Fox, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen. Nur Infos, nur Infos. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern. Glauben Sie mir. Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen. Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel. Aber Bradley sagt, Sie würden das schon klären. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, EOS wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Ich werde es schon klären, habe ich was verpasst? Ich wusste nicht, dass das jetzt immer noch meine Arbeit ist. Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation, alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Klingt logisch. Wiedersehen, Fox. Ich wünsche Ihnen was. Klar doch. Ich wünsche euch auch total viel Spaß hier mit eurem, mit eurer Kolonie. Und ich hoffe, ihr macht was draus. Für uns heißt es jetzt aber erstmal von hier verschwinden. Und zwar nicht bloß von hier, von diesem Planeten, sondern aus dem Spiel, also für mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und dann haben wir einerseits hier einen Erinnerungsauslöser einzusammeln. Und dann müssen wir mal hier vorbeischauen, zu den Monolithen gehen und die Leute davon abhalten, totalen Scheiß zu machen und sich umzubringen. Und mit dieser schönen Aussicht würde ich sagen, sage ich jetzt tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Bis bald.